Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Take 2. Und genau, Alaaf oder was es noch so alles gibt an Grüßen oder Ausrufen in den Straßen und Gassen während der närrischen Tage. Am kommenden Montag ist Rosenmontag. Und die Närrinnen und Narren kommen hoffentlich dieses Jahr auf ihre Kosten. Apropos Kosten, das wird ein toller Spaß dieses Jahr. Nachdem es ja die letzten beiden Jahre komplett ausgefallen war, müssen jetzt die Städte und Dörfer auch noch viel Geld für die Sicherheit ausgeben, wo doch eh alles teurer geworden ist. Viele Orte in unserem Kreis haben ihre Umzüge längst abgesagt. Doch es wird uns auch schon etwas einfallen. Ja, als Kinder haben wir uns gerne verkleidet. Meistens war ich Cowboy oder Indianer. Und wir sind im Kino noch dem Winnetou und dem Old Shatterhand begegnet. Und natürlich wollten wir genauso reiten und kämpfen und schießen können wie die im Film. Fasching, Karneval. Einmal verkleiden. Einfach mal dem Alltag und den ganzen Problemen entfliehen und in eine andere Rolle schlüpfen. Vielleicht als jemand, der ich mich schon sonst nicht so getraue, zu sein, eine Seite in mir ausleben, die sonst keine Chance hat. In eine neue Rolle schlüpfen. Mich ausprobieren. Wer wollte ich gern mal sein? Fragen Sie sich selbst. Oder fragen Sie Ihre Kinder, was willst du denn gerne mal sein? Und sie werden staunen, was dabei herauskommt. Ganz ehrlich, aus mir wird wohl nie ein echter Fasnachter werden. Ich denke, das muss einem schon in die Wiege gelegt sein. Vielleicht kollidiert das ja auch so ein bisschen mit den Erwartungen an einen Pfarrer. Mit dem, was so im Fasching abgeht, passt das wohl nicht so recht zusammen. Jedenfalls habe ich in meinem Berufsleben schon viele Rollen ausgefüllt. Einige kennen Sie auch. Partner, Schwiegersohn, Vater, Musiker, Künstler, Seelsorger, Gärtner, Handwerker, Chef, Lehrer und was da noch alles war und ist. Ganz gleich, in welche Rolle ich schlüpfe, ich muss mich darin wohlfühlen. Es muss für mich auch echt sein. Irgendwie sind wir im Leben manchmal auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Doch meistens stehen wir ohne Drehbuch und ohne Text auf der Bühne des Lebens. Etwas passiert und ich muss reagieren, ich muss spielen, meine Rolle ausfüllen, am besten so, dass die anderen auch spüren, das ist authentisch. Narren sind wie Kinder, sie sind leicht und unbedarft, trauen sich alles und machen sich keine Gedanken über morgen. Doch Narren sind manchmal auch etwas übertriebener als Kinder das vielleicht wären, dann wird es manchmal unschön. Gerade wenn es dann feucht, fröhlich und nicht nur lustig zugeht. Und dann ist es gut, wenn jeder seine Grenzen kennt und wenn ich den anderen dann helfe, dass sie nicht so sehr über die Stränge schlagen, sondern maßvoll zu genießen. Dann macht es auch mir Spaß, wenn dann die Kamellen hier... Ja, ich habe das hier auf meiner Tuschmaschine, wenn die Kamellen fliegen und die Kinder ihre Süßigkeitsvorräte auffüllen können für die lange Fastenzeit. Jesus ist übrigens auch mal in eine Rolle geschlüpft, als er auf einem Esel nach Jerusalem einzog. Süßigkeiten gab es da nicht, aber viele Menschen, die fröhlich waren, ausgelassen und Jesus als König, als Messias gefeiert haben. Nun, Jesus habe ich noch selten gesehen im Fastnachtstrubel als Verkleidung. Diese Verkleidung wird wohl eher selten gewählt. Sie ist aber doch recht einfach. Großes Leintuch, lange Perücke, Bart, Sandalen, vielleicht ein Strick als Gürtel. Fertig ist der Jesus. Doch das wäre vielleicht mal was für mich. Ich bin schon mal als Sträfling gegangen, warum nicht auch mal was ausgefallen ist. Vielleicht komme ich als Jesus auch mit ein paar Teufelinnen und Teufel ins Gespräch, wer weiß. Genießt einfach jetzt die Fastnachtszeit, passt aufeinander auf, madet gut, aber nicht so oft, wie der Kölner sagt. Tschüss. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.